this into terms a child like you will understand. It's time to yabba dabba duel. Dieses Video ist nicht gesponsert von Krombacher. Hallo und herzlich willkommen, hier euer TCG-Channel und wir sind heute hier mit... Danielis. Und heute präsentiere ich euch das Slayer of Darkness Deck Profile. Das ist ein reines Slayer of Darkness Deck, also ohne andere Combo-Piece. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Deck Profile. Kommst du genau, mit? Also es sind ein paar Einzelkarten drin, die wir auch schon im letzten Video angeschnitten haben. Ein paar davon. Wir haben noch ein paar dazu getan, aber jetzt nichts wirklich, was man wirklich sagen würde. Es würde ins Budget gehen, von daher, ja. Gut, also fangen wir an. Unser Bossmonster dreimal ist ganz klar. Ist einfach das Bossmonster, muss man dreimal haben, weil es ein super Effekt, Tribute, hat die perfekten Werte, kann gesearched werden, mit ein paar Search-Karten später kommen, dreimal Pflicht, Ende. Dann haben wir dreimal Arima, er ist so gesehen der Hauptsearcher, er sucht sowohl Bossmonster als auch Spielverzauberkarte, als dass er auch normal Tributen kann, um eine Karte zu ziehen, wenn du das Bossmonster nicht suchen willst. Auch dreimal, weil einfach gut ist, einfach der perfekte Searcher fürs Deck. Lilith, das ultimative Combo-Piece gefühlt, eröffnet halt die ganzen Kombinationen für die Traps, ist ein Quick-Effekt, kannst in beiden Zügen benutzen, wodurch die Karte einfach total OP ist. Der Gegner kann dagegen nichts chainen. Du Normal zieh, Gegner aktiviert Effekt-Wähler, chains ihren Effekt-Tribute zieh, er konnte da nichts gegen machen. Super Karte. Gamma-Hust. Ja, scheiß auf Psyframes. Selbst wenn er Gamma macht, kannst du immer noch, weil der Tribut geht ja durch, sind ja Kosten, kannst du immer noch deinen Diablos spezial beschwören. Ja, der Trap-Effekt kommt halt leider nicht. Dann zweimal den Herzog-Shade. Ist einfach eine nette Karte, weil sie ja, wie gesagt im letzten Video, ne, Tribute-Monster und er hat ja diesen netten Effekt, dass man Diablos wieder vom Friedhof die Hand holen kann. Braucht man nicht unbedingt, aber einfach, dass sie diesen Effekt hat, dass sie spezial beschwören wird, um Dark Monster zu tributen, macht sie meiner Meinung nach so gut, dass man sie in einem reinen Layer of Darkness Deck, also was heißt rein, aber fast reinen Deck, ruhig zweimal spielen kann. Auch, dass sie 2000 Verteidigungspunkte hat, ist für den Virus später auch ganz gut. Dann einmal Tourguide. Ups, ich kann es auch hier so hochhalten. Alles cool. Einmal den Tourguide. Ist auch ein Combo-Piece, vor allem aber im OCG, also wenn der... wenn der Cherubini, der BA von den... Erst muss noch Link Kuribo kommen, dann muss noch Needlefiber kommen. Needlefiber. Ja, Needlefiber und dann kommt erst Cherubini. Also Needlefiber und Cherubini sind Pflicht, ja, aber ich glaube, Needlefiber kommt ja gar nicht, aber keine Ahnung. Also der Cherubini, das Linkmonster von den BAs, das ist hier mit einem Combo-Piece. Soll ich die Combo erklären? Kannst du ruhig erklären. Also, das ist eine Ein-Card-Combo. Du hast sie in der Hand, du normalst sie, aber ich mach's mal so rum. Dann aus dem Effekt... Du beschwörst gar nicht das BA-Monster, was wir im Deck spielen. Wir spielen nämlich einmal den Skarm. Skarm. Weil, ist auch eine super Karte. Aber den holen wir gar nicht, sondern wir holen die Lilith aus dem Deck. Ihr Effekt ist zwar negiert, aber dadurch hat sie 2000 ATK, weil sie ja nicht genommelt worden ist. No und way. Ihr Effekt kann trotzdem benutzt werden, nur bekommst du keine Fallenkarte. Das heißt, du kannst vom Gegner trotzdem tributen, falls du Lair of Darkness liegen hast. Heißt minus 1 für den Gegner. So, genau. Wenn du dann die beiden, wenn du auf diese beiden halt hast, siehst du, du hast zwei Level 3er. Das ist die Voraussetzung für den Cherubini, den wir leider Gottes nicht haben hier im TCG. Spürst den, aktivierst den Effekt und schmeißt vom Deck auf den Friedhof den Skarm, der dann in der Endphase eine Lilith vom Deck down hinzufügt. Das ist so gesehen einfach nur eine einzige Karte. Du wastest das, was heißt wasten, du benutzt dann deinen Normal Summon für den Effekt, aber das war's. Und da bekommst du halt relativ viel Plus raus. Nice. So. Aber wir haben ihn noch nicht da, also erstmal nebensächlich. Erstmal noch nicht, ne? Dann mit der Symbolik. Hast du Skarm gleich auch schon mit aufgezählt? Ja, genau, Skarm, das ist so fast der einzige Grund. Also, er kann halt Lilith searchen, er hat auch wieder 2000 Verlangspunkte. Ja. Und er ist ein Target für den Tourguide. Und das letzte Monster, Steam, also Blackwing Steam, ist zum einen ein Empfänger. Und zum anderen ist er auch wieder Level 3 und Unterweltler und hat auch einen Tributeffekt. Einmal, wenn er vom Feld auf den Friedhof kommt, Token beschwören. Am Friedhof kannst du ein Monster auf dem Feld tributen, ihn beschwören. Damit kannst du auch wieder ein generisches Monster tributen, wenn du eine Spielverzauberkarte hast. Ist also vielseitig einsetzbar und ist ein Tuner, das ist echt wichtig. Level 3 und Level 3 Finsternis und ein Tuner ist echt gebrauchbar. Kann man Synchro-Plays mitmachen, das klappt in der Tat. Dann MVP of the Game. Day of Darkness.
Ja, also das ganze Deck basiert um die Karte rum. Wenn du die Karte nicht hast, ist das Deck echt langsamer. Und das ist halt auch echt problematisch an dem Deck. Wenn die Karte weg ist, ist doof für dich. Wenn du da nicht deinen Virus herausbekommen hast zu dem Zeitpunkt oder die Karte einfach nicht gezogen hast, wie auch immer das klappen soll, ist doof. Deswegen ist das Deck, wie ihr es gleich merken werdet, ein bisschen auf Draw Power ausgelegt, weil die Karte einfach Pflicht ist. So. Dreimal Verlockung. Oh, das ist aber verlockend. Halt dein Maul. Krombacher. Ja, also die Karte, das ist einer der Gründe, warum Duke Shade auch noch drin ist, um als zusätzliches Target, um eine Karte zu verbannen, weil du möchtest nicht unbedingt deine Arima, also den Vierer, den Searcher oder die Lilith verbannen. Und einfach, also was heißt plus 2? Eigentlich ein indirektes plus 1, meiner Meinung nach. Wenn man zieht zwei Karten, verbannt eine. Man kann es als indirektes plus 1 ansehen, deswegen dreimal einfach für die Search Power. Dann zweimal die Melodie. Die Karte ist drinne, weil sie Diabolos suchen kann. Und das ist eigentlich ganz schön geil, weil man aktiviert eine, schmeißt auf dem Grave von der Hand, keine Ahnung, vielleicht ein Diabolos hin und man searcht sich zwei andere. Das heißt, man hat zwei auf der Hand, einen im Grave. Besser geht's nicht. Und zweimal, weil wenn man sie nur einmal drin hätte, wäre sie einfach zu selten. Wenn wir sie zu selten ziehen, dann wäre sie einfach fast nicht da. Es ist. Zudem können wir damit dann auch noch getrost Trade-In spielen, ohne dass wir mit Trade-In groß bricken. Ja, und man kann die Karte dann auch noch für. Mache ich jetzt eben. Handzerstörung abwerfen. Handzerstörung ist deswegen drin, weil sie ja sagt, beide werfen zwei Karten ab. Wenn der Gegner nur zwei Karten hat, kann er sich nicht viel entscheiden. Und die beiden Karten, die er nachzieht, die sind von den Virussen beeinflusst. Weil die Virusse sagen ja immer, wenn gezogen wird. Leider nicht, wenn geaddet wird durch einen Search-Effekt, aber wenn gezogen wird, da beeinflusst Handzerstörung. Das heißt, Kang, du hast den Crush-Card-Virus aktiviert gehabt, der Gegner zieht zwei Monster nach, die weniger als. Ich darf die Karten jetzt echt nicht verwechseln, ne? Mehr als 1,5. Mehr als 1,5 haben. Jo, beide weg. Lol, hat einfach eiskalt minus 2 gemacht und du hast 0 so gesehen gemacht. Ja, minus 1 ist die Karte halt, ne? Aber es ist ein schönes Combo-Piece mit den Virussen, ne? Und wenn man mal echt tote Karten hat, dann ist halt wurscht. So, dann Terraforming zweimal. Also, wie gesagt, Spiel Man für könnte auch eine Zauberkarte. dritte spielen, aber wir haben schon drei Arima und das Deck funktioniert von der Balance her auch so ganz gut. Genau, fünf, so gesehen fünfmal Karte searchen zu können, die Höhle. Läuft, fit. Sagt 8 Kopien auf ca. 40 Karten. Das heißt, du ziehst ungefähr in jeder Starthand entweder einen Searcher oder die Karte selber. Ja. Und dazu haben wir noch, habt ihr ja gesehen, genug Draw-Karten. Jetzt kommt noch eine weitere Noch Draw-Karte. eine weitere Draw-Karte, wer kennt sie nicht? Trade-in, auch für das Boss-Monster wieder. Also, Diabolus ist auf dem Grave, weil es juckt keinen, wo er ist. Aber ob er in der Hand oder am Grave ist, ist wirklich uninteressant. Und da kann man einfach die Karte gut benutzen, um zu searchen. Und die kommt halt, wenn man die zu dritt spielt, wenn man davon drei Kopien spielt, Ja. brickt man sehr oft. Da hat man sehr oft die Karte in der Hand, man kann damit nichts anfangen. Man hat, wenn man gerade keine Handzerstörung hat, Vor allem, dann wenn du ist sie sie nachziehst useless. und die beiden Diablos oder die drei Diablos schon raus sind, das ist so meh. Aber Ja, ansonsten aber zwei gehen fit. zweimal geht echt gut fit. So, dann ein törichtes, falls man irgendwie nicht an Diabolos rankommt, kann man einfach in den Grave schmeißen. Wenn man Diabolos hat, kann man Steam in den Grave schmeißen oder Skarm, um die Lilith zu suchen. Das ist einfach gute Karte, um die Karten im Friedhof zu bekommen, die du im Friedhof haben willst. Leider auf 1, ne, weil Papa Konami. Dann Monster Reborn. Warum auch immer die wieder auf 1 gekommen ist, ist einfach eine Karte, die kann man fast in jedem Deck spielen gefühlt. Du musst ja nicht unbedingt eine Karte von deinem Friedhof holen, kannst auch vom gegnerischen Friedhof holen, wenn der zum Beispiel. Ich finde, dass die KW auf 1 ist, hat voll den Trollcharakter. Eigentlich müsste das so sein, dass auf der deutschen Meisterschaft, auf der Europameisterschaft oder auf der Weltmeisterschaft der Gewinner nur durch die seine Karte gewinnt. Dass es wirklich so ist, okay, ich habe komplett gebrickt. Raigeki, Wiedergeburt, hol mir dein stärkstes Monster, mach da irgendwas neben und dann kill ich ihn damit. Ja, Irgendwie sowas wird also das die sein. Karte ist ja meiner Meinung nach genauso stumpf wie Topf der Gier und hat meiner Meinung nach einen ähnlich guten Effekt. Natürlich, Topf der Gier ist ein easy plus 1, aber Wiedergeburt ist auch ein echt Der dämlicher Gegner muss vor allem Effekt. aufpassen, was er sich in den Friedhof legt. Ja, also dass sie auf 1 ist, finde ich persönlich sehr gefährlich. Aber ja. Gut, ist halt wie bei Gigi, ne? Ja, da kann man besser wieder Max C auf 3 machen und Ash auf 0. Habe ich nichts gegen. So, dann kommen wir zu den ersten Fallen. Wessen Plays waren ja immer noch Maxi, Ash, Gamma. Oh, Junge, dreckig, ne? Dreckig. So, dann kommen wir zu Reißender Tribut. Erste Fallenkarte ist ganz easy, ist eine normale Fallenkarte.
Das heißt, sie kann von Lilith gesucht werden. Du spielst drei drinne, weil, keine Ahnung, du hast Lilith in der Starthand, normalst sie, tributest. Du musst nicht drei verschiedene vorzeigen, das ist das Entscheidende. Also kannst du kannst einfach sagen, jo, hier, such mal eine von den drei aus, ich misch sie und das ist zufällig. Welche habe ich wohl hingelegt? Und es ist ganz schön geil, weil wenn der Gegner normalt, weg. Gegner normalt ein zweites Mal, du hast die zweite halt zweimal liegen, weg. Und das ist einfach super, weil alle Monster zerstören, du kriegst sie sowieso immer wieder. Also das Deck hat da sehr viel Potenzial, den Monster wiederzubekommen, vor allem mit der nächsten Karte, die kommt, und zwar... Vor allem geil ist, gegen Pendel, normal reißt ein Attribut. Okay, Pendel summon, reißt ein Attribut. Okay, GG. Und zwar Return to the Frontlines, oder zurück an die Front. Ich mache mal nur eine Karte nach vorne. Dreimal Playset. Ist auch eine normale Fallenkarte und hat ansonsten den gleichen Effekt wie Ruf der Gejagten, nur dass das Monster in Verteidigungsposition beschworen wird und dass es halt keine permanente ist, das heißt die Karten beeinflussen sich danach nicht mehr gegenseitig. Und sie ist wieder durch Lilith searchbar. Und Yay! Sie ist wieder durch Lilith searchbar, das gilt für jede Fallenkarte in dem Deck eigentlich. Jede Fallenkarte ist durch Lilith searchbar, deswegen spielt man sie und... Wir hätten natürlich High Budget auch einfach dreimal die, wie heißt sie nochmal, die... Was meinst du denn? Die schöne, teure Falle, die jeder jetzt zur Zeit spielt. Keine Ahnung, was du meinst. Evenly matched. Einfach dreimal Evil. Die ist sweet, ey. Die ist echt sweet. Dreimal Evenly matched vorzeigen und dann einfach einmal setzen. Das ist okay. Eigentlich willst du die Karte nicht setzen, aber du hättest Access zu, weil selbst die kann Lilith ziehen. So, also mit der Karte kann man auch wieder Lilith so gesehen beschwören. Man kann alles wieder mit beschwören. Man kann sich den Arima wiederholen im eigenen Zug, um dann ein anderes Monster zu tributen. Prost. Dann kann man sich auch den Diablos wiederholen, um ihn dann mit einem Virus für ein Virus zu tributen, um den Virus-Effekt zu bekommen. Vielseitig einsetzbar, searchbar, was immer mehr. Und dann kommen wir zu den letzten paar. Die schmeiß einfach alle auf einmal hin. Und das ist jeder einzelne Virus einmal. Für jede Situation einfach vorhanden. Sag mal ganz kurz was zu jeder einzelnen. Warum? Also die hier, Grinsel, ist der neue Virus. Hat was tut er außer Grinsen? Den Gegner zum Grinsen bringen. Er sagt ja, Dann spielst du die Karte falsch. Du musst sie so spielen, dass du grinst. Der Gegner darf keinen Spaß haben. Du musst Spaß ja, haben. Das Problem, also das Schöne an der Karte ist, wenn man ein Monster-Tribute, was 2000er mehr hat, bekommt man den zweiten Effekt, dass alle Monster, die er zieht, einfach auf den Friedhof geschmissen werden, also zerstört werden. Alle Monster, egal wie fertig oder Defense. Aber der erste Effekt, dass er sich dann für alle 5 ATK, die das zum Tribut angebotene Monster hatte, eine Karte, kein Monster, sondern eine Karte vom Deck und oder von der Hand auf dem Friedhof legt. Das kann in manchen Decks echt problematisch werden, weil manche Decks wollen ja einfach Karten im Friedhof haben. Die triggern nicht, ne? Richtig, der Effekt sagt, für den Rest des Zuges können die Karten nicht triggern, aber trotzdem kann der Gegner halt manchmal Karten in den Friedhof bekommen, die er dort haben will und für den nächsten Zug benutzen will. Deswegen ist die Karte so ein bisschen ein Problemkind. Aber der zweite Effekt macht das eigentlich wieder wett. Und dass man die Karten auch nicht in dem Zug benutzen kann, ist auch super. Ich finde die Karte gerade gut in Kombination mit dem zweiten Virus, wo du dir die Hand anguckst und die Hand im Prinzip dezimierst. Und dann kommt die hinterher und dezimiert dann nochmal das Deck und alles, was er nachzieht. Ja. Sodass er im Prinzip komplett tot ist für die nächsten 3 Runden. Und ich sag's mal so, in 3 Runden solltest du es schaffen, den Gegner zu killen. Ja. Dann der zweite Virus, der Eradicator-Virus, leider auf 1. Das ist der Virus, der sagt 2500 ATK oder mehr Tributen und dann entweder Zauber der Falle sagen und fallen gegnerische Hand in das Feld angucken und alle Zauber bzw. Fallen auf den Friedhof legen. Ist OP, ne? Gegen manche Decks ist die Karte total OP. Aber leider, also deswegen ist sie auch auf 1, weil wenn man sie auf 2 oder auf 3 spielen könnte, in diesem Deck, sie würde mindestens auf 2 sein, vielleicht sogar auf 3, weil die Karte echt gut ist. Und was spielst du? Paleo. Falle. Ja, scheiße. Da hat man echt verloren. Dann der kraftvolle Virus, der sagt 2000 oder mehr Defense-Tributen und dann alle Monster mit 1500 oder weniger Defense zerstören. Das ist besonders gut gegen was ist das, ein guter Meter? Ich habe keine Ahnung. Gegen Wailer, gegen... Also du nimmst damit auf jeden Fall alle Handtraps raus. Ja, mir nicht alle. Mir fällt kein Handtrap ein mit mehr als 1,5 Defense. Bist du doof? Welche? Ghost Ogre. Ja? Die hat 1,8 Defense, ja. Ja. Ja, gut. Ghost Ogre hat 1,8. Also Ghost Ogre ist die einzige, glaube ich, davon unbetroffen ist. Wie viel hat eine Ash? Weiß ich gar nicht. I don't know. Vielleicht ist Ash... I don't care. Ikea. Damit kriegen wir auf jeden Fall jede Handtrap. Ja. Der Deckverwüstungsvirus, ja, damit kriegt man jede... Also der sagt 1,5 oder weniger ATK, mit 2000, man muss 2000 oder mehr ATK Tributen, 1,5 oder mehr ATK, oder weniger ATK
wird weggeschmissen. Ist einfach so gesehen das Konterstück zu dem kraftvollen Virus, auch gespielt, weil ist so, ne? Spielt man einfach. Man spielt jeden Virus einmal, ist in Ordnung. Ja, und dann der hier, die Anti-Pendel-Karte. Und Anti-Draco. Und Anti-Draco und Anti-Alles, weil sie sagt 1000 oder weniger. 1000, genau, Tributen und 1,5 oder mehr zerstören. Jetzt ist das Schöne, okay. Die Tokens haben 1000. Du kannst die Tokens benutzen für die Aktivierung dieser Karte und kannst damit eine ganze Menge Karten zerstören. Vor allem mit dem Deck Verwüstungsvirus in der Kombination ist das so, okay, alles was du ziehst, was 1,5 oder mehr hat, wird zerstört und alles was du ziehst, was 1,5 oder weniger hat, wird zerstört. Und genauso ist es so, alles was du auf der Hand hast, was 1,5 oder mehr hat, wird zerstört. Ja. Und alles was du auf der Hand hast, also 1,5 oder Also wenn man die ganzen Virus rausbekommt, ist das Deck auf jeden Fall ein Vorteil. Man muss die Virus halt erstmal hinbekommen. Das kann manchmal problematisch werden. Das Ding an dem Deck ist, dass du wirklich gucken musst, dass du ungefähr eine Balance hast, dass du nicht zu viele Viren spielst und nicht zu wenig, dass du so ziemlich einen hast. So, das gehört jetzt nicht wirklich zum Deck dazu. Das sind jetzt ein paar Empfehlungen, was wir so dachten, was man gut in dem Deck spielen könnte. Also im Extra-Deck. Aber an sich, das Deck funktioniert auch fabelhaft ohne Extra-Deck. Also nur mit Main lässt es sich auch gut spielen, aber trotzdem, hau mal raus. Ja, also einmal hier den, ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch, auf Deutsch heißt. Ne? Ich sag einfach jetzt... Kaliber-Ladedrache. Dankeschön, du hast die Karten vorlesen, ich will das echt nicht in Deutsch sagen. Ja, ich will jetzt nicht viel zu der Karte sagen, die ist einfach gut. Wenn man es schafft, drei plus Effektmonster zu haben, dann, um sie dann zu beschwören, geht eigentlich fit. Man bekommt das mit den Effektmonstern ganz gut hin. Das kommt jetzt nämlich bei den folgenden, die suche ich jetzt als erstes raus, und zwar die Link. Spinnen. Zwei Stück fahren, kann man auch ruhig drei spielen, weil wir haben extra direkt viel Platz. Die sagt einfach, braucht ein normales Monster, ist ein Effektmonster. Normale Monster sind die Tokens, kannst die benutzen. Und dann hast du zwei davon, kannst du einmal so in die Linkzone, dann da drunter eine, es ist ja egal wie. Dann holst du noch... Beziehungsweise, da kommt jetzt noch ein Proxy Dragon hin. Oder du machst es so und dann kommt da oben noch Mrs. Radiant hin. Je nachdem, wie du es machen möchtest. Was hast du jetzt zuerst? Mrs. Radiant. Da hat man direkt drei und dann kann man den Bodyload holen und der ist ja wirklich gut mit seinem Kaiju-ähnlichen Effekt, meiner Meinung nach. Das ist ja das, was die Leute auch in Trickster alle machen mit den Sündenböcken, ne? Die machen die schönen vier Sündenböcke, hauen dann den Milio-Strahler raus und eben halt die beiden Linkspinnen und machen daraus dann eben halt den Bowie-Load. Oder, das kannst du aber auch machen, dass du halt der Linkspinne nimmst und Proxy Dragon einmal. Ja. Dann hast du einen Proxy Dragon da drunter und dann kannst du den dann noch in eine der Zonen spielen. Das ist wurscht. Und dann auch wieder alle drei weg. Haben wir wieder den Kaliber-Ladedrachen. Ja, und dann noch das letzte Link-Monster, was man auch... Wobei, der Milio-Strahler soll dazu gesagt, der geht in den Deck nicht, weil die Tokens sind ja Finsternis. Richtig, das... Aber das würde dann mit Sündenböcken funktionieren. Der Milio-Strahler ist jetzt... Warum ist eigentlich hier drin? Lol. Random. As fuck. Also wenn der Milio-Strahler für die Finsternis-Monster hier im TCG erscheint, ja, das ist jetzt einfach nur ein Proxy, damit ihr es versteht. Weil Milio-Strahler ist das Link-Monster für Erde, für Stumpf-Erde. Es gibt ja jetzt mittlerweile sechs mit den gleichen Effekten auf die einzelnen Typen bezogen. Ich glaube, der kommt sogar im nächsten Set schon, ne? Weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht. Okay. Aber wenn der für Finsternis rauskommt, kann man wohl spielen. Das ist ganz in Ordnung. Sollte man, glaube ich, auch. Weil ich glaube, ein 500er Push für alle Monster ist ziemlich, ziemlich nice. Ja, dann kommen wir zum ersten Synchro-Monster, was spielen kann. Wer es nicht erkennen kann, ist es der... Bewegt die Karte mal ein bisschen, vielleicht sieht man die dann. Gib mir mal. Mach du mal. Da sieht man sie so ein bisschen. Ja, passt. Das ist der Star Eater, Level 11 Synchro, braucht einfach einen... Empfänger. Richtig, und ihre Beschwörung kann nicht negiert werden. Sie kann angreifen, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Ja, genau. Also auf Angriff und Beschwörung kann er nichts machen. Sie hat 3-2-2-8, gute Werte. Und Level 11, das bekommst du ganz leicht hin. Also die Combo, für die, die es jetzt gerade nicht wissen, wie man die Karte hinbekommt. Man hat aus dem Deck einfach... Den Diabolos. Im Grave? Was heißt im Grave? Muss er nicht mehr. Ja. Du musst ihn nicht unbedingt im Grave haben, aber der Punkt ist, man braucht die beiden Monster. Halt, genau, du kannst ihn halt. Also sein Tributeffekt, was beschwört sich selber. Er chaint sich selbst an und kommt ebenfalls und dann hast du damit schon 11 Stufen. Richtig. Easy. Wenn du irgendwie. Du hast ihn im Grave, du hast ihn auf dem Feld, er kommt durch was auch immer, vielleicht um irgendeinen Link-Monster zu beschwören, jetzt nicht ihn, aber den für Finsternis. Mit einer anderen Karte kommt er am Friedhof, sein Effekt triggert, Token kommt, Effekt wird tributed, also der Token, er kommt wieder, Diablos Effekt kommt aufs Feld, wegmachen und man hat den Star Eater. Man kann natürlich auch jede andere 11 Stufen Synchro spielen, aber mir fällt jetzt kein anderer ein und ich finde den Star Eater einfach cool.
Ja, aber man kann es natürlich auch bei dem Diabolas belassen, weil er ist ja auch gut, ne? Darf ich dabei? Dann der Glasflügel-Synchrodrache, den bekommt man ganz easy hin mit dem Dreier, also mit unserem Steam. Steam ist einziger Empfänger in dem Deck übrigens. Man könnte auch mehr spielen, aber da kann man ja nach Berlin umbauen. So. Genau, Steam reicht auch, also was heißt reicht aus, man möchte nicht so viel Synchro beschwören eigentlich. Und danach im Vierer haben wir einmal wieder den Herzog und einmal Arima, also unseren perfekten Searcher. Die kann man beide benutzen, um ihn zu bekommen. Hat einen netten Effekt mit Monster negieren, Level 5 und höher, etc. Oder wenn ist nebenbei im Mirror Match auch ganz praktisch, weil wenn du nichts möchtest, dass er sein Boss Monster beschwört, dann negierst du den halt einfach vorher und zerstörst ihn. Und dann kriegt er auch noch die Attack Points dazu. Dann genau das gleiche, wieder Level 7, hat normale Bedingungen, also ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger. Ein antiker Feendrache hat eigentlich einen relativ nicen, was heißt relativ, eigentlich einen sehr nicen Effekt. Und zwar kannst du ja einmal die Spielverzauberkarte zerstören, beide, wenn der Gegner auch eine hat. Was bekommst ich, 1000 Life Points. Genau, Draco, ABC, True King und so weiter. Also, die spielen auch alle mit Feldzauber und wenn richtig. Du jetzt im Mirror bist, auch noch ein Feldzauber. Also, die Karte ist ziemlich gut, vor allem, falls die Wahrscheinlichkeit mal eintreten sollte oder der Search einfach geasht wird, sodass du den Feldzauber nicht bekommst, beschwörst du das Viech, zerstörst den gegnerischen Feldzauber, suchst deinen eigenen. Ja. Und kriegst sogar noch 1000 Lebenspunkte. Richtig, man bekommt ja 1000 Lebenspunkte, ich glaube, pro Spielfeldzauberkarte, die man zerstört. Nee, er kriegt nur einmal. Du zerstörst alle und dann kriegst du 1000. Ja, stimmt. Und der andere Effekt, falls es zum Beispiel noch im ersten Turn ist. Falls ihr gegen Reputation spielt, ihr könnt auch verdeckte Feldzauber damit zerstören. Ja. Und also falls es noch der First Turn ist oder ihr die Battleface jetzt nicht unbedingt braucht, weil ihr die einfach die Virus aufbauen wollt, um die Gegner mit gegnerischen Karten einfach wegzumachen, die gegnerischen Monster, die gegnerischen Zauber anfallen, dann könnt ihr den Effekt auch benutzen, um irgendwie eine Lilith oder eine Rima von der Hand zu specialen. Wenn ihr schon genormelt habt. Und das ist ein praktischer Effekt. Und letzte, der Korallendrache. Voll Korall. Sorry. Das ist aber kein Waschmittel hier. Dieses Video ist nicht gesponsert von irgendeinem Waschmittel. Das war hier ein Hommage an SpongeBob. Achso, ja gut. Ja, er kann auf den Grave abwerfen, um Karten zu zerstören. Wenn er selber auf den Grave kommt, kannst du Karte ziehen. Und er ist auch noch ein Level 6 Empfänger. Aber was man ihm jetzt noch holen kann, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber kann man auch spielen. Könnt ihr selber... 2, 3, so. GG. Könnt ihr euch Fantasien machen, und was ihr jetzt mit dem holen wollt. Und der ist ebenfalls Empfänger. Das heißt, auch damit kommen wir wieder auf andere netten Scheiß. Richtig, da kannst du zum Beispiel mit ihm und einem Token kommst du auf einen Level 9er, falls du keinen Wolkenschloss oder so einen Scheiß spielen. Ja genau, Wolkenschloss, Target Spirit, Overlay, VFD, GG. Das ist es. Ja genau, ja. Dann hast du VFD und die Virus draußen. Oh Gott, ist das ein Abfuck. Ja. Das wär's dann von unserem Deck-Profile. Ansonsten, von mir gibt's eigentlich keine abschließenden Worte. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Deckprofil was anfangen. Ich hoffe, ihr könnt euch mal so ein bisschen ein paar Ideen haben, wie man so eine Art ein bisschen reines Lair of Darkness Deck spielt. Meiner Meinung nach ist das Deck aber auch sehr gut, beziehungsweise sogar besser, wenn man das mit anderen Karten kombiniert. Wenn man da zum Beispiel Brilliant Fusion reintut, dann die Predator Plant Combo reintut. Oder eine Kombination, die momentan auch sehr im Kommen ist und die ich auch schon sehr oft gesehen habe. Ist Lair of Darkness mit Infernoids. Ja. Und das ist echt Bombe. Da habe ich auch schon oft 60 Kartenvarianten gesehen und die sind echt consistent. Also ich muss sagen, für alle Leute, die Dekatron bisher gebunkert haben, Respekt, die Karte steigt wie sonst was. Ja, denn das, also Infernoid plus Lair of Darkness ist eine super Kombo. Und damit... Ich tribute dein Monster und dann verbanne ich was bei dir. Ist besser als Call by the Grey, weil es consistent ist. Damit... verabschiede ich mich dann vom Video und hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ciao. Jo, dann noch ein paar Worte von mir. Da unser Sponsor nicht Krombacher ist, dürft ihr unsere coolen Sponsoren gerne in der Videobeschreibung auschecken und euch gerne noch andere Videos von euch ansehen, wenn euch dieses denn gefallen hat. Haut rein. Brofist? Now! That wasn't a brofist at all. It felt like one to me.